Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder auf dem Atari 7800 und das ist Alien. Das nehme ich schon mal vorweg. Brigade. Ein netter, was soll ich sagen, Operation Wolf-like Shooter. Gar nicht so Käse. Also ist etwas, wo man sagen muss, das könnte man auch auf seinem Wunschzettel mal einfach drauflegen. Wir warten jetzt ein bisschen, das ist jetzt das tolle Intro. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie eine Story denken. Das ist schon mal erkannt, dass das eine Geisel ist. Das habe ich super erkannt, ne? Weil ich werde das gleich sehen, nicht unbedingt die Top-Bewertung. Eigentlich überhaupt nicht. Deswegen wollen wir mal gucken, wie weit... nicht die Geisel schießen. Kann man übrigens auch, aber wer will denn das? So, komm weg. Gib mir mal die Panzerfaust. Na, schon wieder. Geh weg, du Geisel. Aber es ist trotzdem ein, ich sag mal wirklich, nettes Game. Macht echt Laune auf mehr. So, siehst du, man kann eben auch den Helm wegballern. Also man muss nicht nur die Leute töten, man kann sie auch hier kampfunfähig schießen. Das freut auch sicherlich die deutsche FSK. So, weg, 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 weg. Alles weg. Weg, 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 weg. Ihr werdet das gleich sehen. Also ich kriege gleich eine super tolle Wertung, dass ich irgendwie Freund und Feind erschossen habe. Deswegen, ich weiß immer noch nicht, wer Freund und Feind ist. Wenn mir das ein bisschen erklären kann, dann würde ich vielleicht ein bisschen mehr davon zeigen. Aber so muss ich sagen, netter Shooter. Aber ich könnte auch auf alle schießen. Ach komm, du gehst jetzt auch mal drauf. So. Muss ja auch mal eine Geisel fallen. Was wäre Krieg ohne irgendwelche Kollateralschäden? So, komm, du bist jetzt wieder gerettet. So. Ja, alles schön einsammeln. Was auf mich schießt, ist bestimmt nicht gut. Ihr könnt, auch wenn ich mich jetzt gerade so bescheuert anschieße, die Granaten der Gegner auch treffen. Ja, gehen wir aus dem Bild. Das heißt, ihr könnt euch da also selber auch wieder in Sicherheit begeben, indem ihr einfach die Granaten des Gegners abschießt. Ah, komm, die erwische ich schon noch. Ah, ihr seht, die Granaten haben hier einen Mega-Impact. Komm, weg, 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 weg mal euch. Okay, die laufen da alle weg. Vielleicht sollte ich die nicht erschießen. So Shoplifter-mäßig. Okay. Oh, ich glaube, das ist... Ah! Nicht so trigger-happy, mein Freund. So, war das besser? Findet der General mich jetzt total toll oder findet er mich wieder scheiße? Okay, er findet mich gut genug. Wir können weiterspielen. Gut, dann machen wir das auch. Ja, ihr werdet lachen. So weit war ich noch nie, weil beim Testen habe ich immer eine Wertung gekriegt von du schießt die Zivilisten ab. Ah, wer bist du denn? Rambo Mimi? Ich vermute mal, du bist eine Krankenschwester. So, jetzt haben wir auch Ninjas. Das war der falsche. Na, jetzt habt ihr das auch mal kurz mit der Granate gesehen. Ich weiß nicht. Gewalt gegen Tiere ist bestimmt nicht gut. Ich glaube, das war ein Tourist. Lassen wir den auch mal leben. Was schmeißt der denn mit Armen? Sie erkennt es nicht. Wenn du nicht mal weiterkommst im Krieg, wirf deinen Arm. Wenn es der rechte Arm ist, dann weiß ich auch, aus welcher Richtung der kommt. So, weg. Weg mit dir. Das lassen wir mal in Ruhe. Aber hier der graue Ninja, der so aussieht, als käme er aus Night Trap. Den machen wir natürlich platt. So nicht. Weg. Wieder. So, ihr könnt aufgeben. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich halte das jetzt mal für eine Krankenschwester. Achso, ich schieße ihm den Arm ab.
Okay, das war ein Turi, ne? Ah, gut. Er macht auch hier Urlaub. Stimmt, diese Pauschaltouristen. Nicht zu verwechseln mit Pauschalterroristen. Kann man ja leicht verwechseln. Ich halte dich jetzt mal für jemanden, den ich retten soll. Ich kann ihm den Arm auch noch... Ich kann ihn im Arm nicht nur abschießen, sondern ich kann auf den Arm auch noch mal schießen. Weg, 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 du Alien. Ist bestimmt nicht gut, wenn hier alle sterben. Na, findet er mich jetzt scheiße? Nee, ich komm weiter. Dann spielen wir das doch durch. Also soweit wir kommen. Aber ist auf jeden Fall ein nettes Ding. Also das macht echt Laune. Okay. Ich vermute mal, dass das ein Alien ist. Okay, hier habe ich auf jeden Fall natürlich, weil wir unter Wasser sind, was ja ganz viel Sinn macht, nicht unbedingt Granaten. Wer ist denn hier Freund und Feind? Das ist doch hier ein Alien, oder nicht? Für den kriege ich Punkte. Dann ist der bestimmt gut. Ja, alles, was man hier abballern kann, was Punkte gibt, ist immer gut. Wieder. Ja, schön. Haben wir die Unterwasserstation kaputt gemacht. Haha. Gib auf, du Alien-Fritze. Rache für IT. Träumen weiter. Wir haben nicht die Module verbuddelt, wir haben IT verbuddelt. Das alte Alien-Viech. Denn Roswell ist nur eine riesige Müllhalde von leeren Modulen. Jetzt kommt's raus! Das meint ihr, was hinter den fünf Buchstaben von Atari steht? Ah, warum hat Atari genauso viele Buchstaben wie Alien? Huh? Überlegt mal. Nicht durch Zufall. Ich habe irgendwie ein Leben verloren. Irgendwas durfte ich vielleicht nicht abschießen. Irgendwas hat mich getroffen, was mich nicht hätte treffen dürfen. Ah, weg, 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 weg. Auf, ihr Alien-Pack. Werdet die Menschheit nie unterjochen. Das machen schon andere. War bestimmt nicht gut, ne? Okay, wahrscheinlich war das doch kein Alien-U-Boot. Habe ich wieder meine eigenen Leute erschossen. Immerhin habe ich meine Todesanimation gesehen. Also sonst, wenn ihr wirklich alles wegrotzt, kommt irgendwie ein General und sagt, du bist nicht ganz frisch in der Mommel. Und nimm dich dann aus dem Krieg. Das war Alien Brigade auf dem Atari 7800. Ein wirklich nettes Game. Das macht echt Laune. Also... Der 7800 ist ja nicht so bekannt für wirklich viele Exklusivtitel. Ich glaube, das ist einer davon. Und er geht vollkommen in Ordnung. Tja, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und geht mal davon aus, vom 7800er kommt noch eine Menge mehr. Hurra! Und jetzt gehe ich Aliens treten. Bis dann. Tschüss.